Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Let's Play Dark and Light im Early Access. Ja, wir sind bereits in Folge 47 und ja, wir wollten ja eigentlich mal sehen, dass wir eine Runde unsere, hup, falsch, da wollte ich hin, unsere Fertigkeiten mal so hochkriegen, dass wir was Vernünftiges lernen können noch. Hier haben wir schon ein paar Sachen gelernt. Die mittelgroße Truhe dementsprechend, die habe ich jetzt mal außerhalb der Kameraaufnahme so ein bisschen unsere Sachen umsortiert und die kleinen Kisten, die wir hatten, entsorgt. Also mehr ist auch nicht passiert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie rumgelaufen, habe irgendwas anderes noch erledigt. Ich sehe aber, dass mit Stufe 30 wir auch schon die nächsten, oder Stufe 35, die nächsten größeren Schränke und sowas lernen können. Da müssen wir halt einfach mal gucken, was wir so machen können. Hängegleiter, okay, hier wird es ja durchaus noch interessant, stelle ich gerade fest. Aber die andere Geschichte war ja Holzarbeiten. So, als nächstes lernen wir so eine Art Zaungeschichte und Wandstachelgeschichten. Das heißt, es wäre was gewesen, wo wir vielleicht hätten unseren kleinen Wrock mit retten können, wenn wir ihn damit hätten umgeben können. Ja, den Level müssen wir erstmal machen und dann kommt das Interessante, wo wir endlich unser Lagerpart damit zu Ende bauen können. Nämlich mit etwas größeren Toren, wo wir mit einfachen Tieren wenigstens durch können. So, gut, ja, was werden wir als nächstes alles noch brauchen? Wir werden auf jeden Fall noch die neuen Klamotten bauen wollen. Für die neuen Klamotten müssen wir mal gucken, was wir da alles brauchen. Dafür müssen wir auf jeden Fall hier an die Werkbank. Das ist also die einfachste Geschichte. Und dann sieht man das Ganze hier auch schon. Ein paar Sachen habe ich hier reingeschmissen. So, guck mal, Rüstung, Metallrüstung. Oh, wir könnten sogar schon was bauen. Hat er ja ein bisschen was beim Wegsortieren da reingeschmissen. Was haben wir hier noch? Ja, wir brauchen auch Eisenbahngeschichten dann. Wir werden mal das hier den einen mal herstellen. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. So, da haben wir den Helm. So, ich werde jetzt mal normal das Menü aufmachen. Hier unten sehen wir es ja. Das ist das, was wir anhaben. Rüstung 66. Haltbarkeit 55. Ich hätte den Helm gar nicht bauen brauchen. Das ist nicht mal eine Verbesserung gewesen. Naja, okay, ich packe ihn mal weg. Wir behalten den anderen mal, weil durch die. Wir haben ja eindeutig einen Vorteil durch unseren gebauten Helm. Die Stiefel. Haltbarkeit 70 bei 45. Da muss man echt gucken, was sich dann lohnt. Also, okay. Ich habe das hier so ein bisschen sortiert, die Kisten. Ich zeige das mal ganz kurz. Also, hier sind Waffen und Ausrüstung drin. Das habe ich jetzt gebaut, dadurch haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen EP gekriegt, das ist dann ja auch okay. Hier sind so Waffen, Samen, Bauteile, Rüstung, Geschichten und sowas drin. In der Truhe daneben habe ich mal alle unsere Zauber, Pülverchen, Geschichten und sowas reingeschmissen. Daneben sehen wir halt ne? Baugrundlagen sozusagen. Hier neben haben wir alles, was so Essen, Leder, Pelze, Nahrung und sowas angeht. Und als letztes haben wir einfach nur Heu und Stroh. Das habe ich auch mit dem System immer wieder so vollgeschmissen, dass man halt mehr Stacks drin hat, wie hier eigentlich reingehen. Also wir haben jetzt hier 49 Stacks drin und 30 gehen eigentlich nur rein. Das ist ganz einfach, wenn man hier Gras hat und Gras wandelt sich um, dann macht es halt einen einzelnen Stack mit einem neu dazu. Und den füllt man einfach ganz schnell auf mit Sachen, die man in der Tasche hat. Und dann macht er beim nächsten Mal wieder einen neuen Stack. Und so rutscht das Ganze immer weiter auf, immer weiter auf. So, ja, wollen wir mal gucken, was wollen wir denn jetzt als nächstes erledigen? Theoretisch gesehen sollten wir mal eine Runde runter ans Wasser ran und Dings und eine Runde Metallgeschichten und sowas holen. Ich glaube, hier irgendwo konnten wir runter. Oh, das ist ein gefährlicher Hase, hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier ging es auf jeden Fall noch ein gefährlicher Hase. Muss man echt aufpassen hier. Habe ich noch einen? Nee, habe ich nicht. Ich sollte also auf jeden Fall mal ganz kurz, bevor wir irgendwas machen. Falsch. Richtig, Stein. Holz. Seile. Das ist alles das, was wir zum Reppen brauchen, ne? Deswegen mache ich das jetzt gerade. Damit wir gegebenenfalls die Sachen, die wir haben, auch reppen können.
Wesentliches habe ich vergessen, muss ich sagen. Ich werde tatsächlich noch einmal zurückspurten. Oh, guck, da ist ein Tierchen, was sich mit dem Bäumchen prügelt. Okay. Wir sind jetzt leider nicht in dem, ne, dem Bäumchen geht es gar nicht so gut. Und ihm geht es auch nicht so gut, weil der dürfte jetzt hops gehen, oder? Ja, Tatsache. Okay. So, Bäumchen hat gewonnen, würde ich sagen. Nicht schlecht. Hier eine Frage ist, war der Kollege hier alleine unterwegs? Aber wie gesagt, nicht ganz so wild. Wir zerlegen den einfach mal. Vegetiert er wenigstens nicht im Weg rum. Ne? So, nein, warum ich jetzt zurückgehe? Oh, da läuft ein kleiner Goblin. Da nehme ich mal ein Schwert für raus. Der kriegt gleich auch einen auf die Mütze. So, das kann auch nicht sein. Ja, komm ruhig auf uns zu hier. Da kommt noch einer. Na, du auch? So. Haben die was im Inventar? Nö. Okay. Okay, Bestienmagie. Auch nicht schlecht. Und ich krieg Kochen dazu, wenn ich die zerlege. Alles manchmal ziemlich fragwürdig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, egal. Ich laufe noch mal rein. So. Weil ich jetzt frage, was zum Teufel will er denn hier drin jetzt? Das Gewichtszeug da zaubern. Sprich, dass ich mehr tragen kann. Ich weiß auf eigentlich nicht mehr, was ich dafür brauche. Scheint hier noch unten zu sein. Es gibt das, glaube ich, auch in zwei Stufen. Ich weiß gar nicht, wie sich das Ganze. Das war das, was ich bis jetzt hatte. Dafür brauche ich. Ah, dafür brauche ich das Rohmetall, die Steine und Pelz. Das haben wir aber alles da. Ist nicht das Ding. Gab es da jetzt auch einen besseren von? Da. Aber die Sachen habe ich nicht alle. Okay. Also, ich brauche Rohmetall. Das hatte ich hier auch irgendwo reingeschmissen. Da 10 Stück, so nehmen wir. Zum Reparieren brauche ich nicht ganz so viele Steine. Holz kann ich auch noch ein bisschen wegpacken. Genau wie auch die Seile. So, Schwefel packe ich gleich mal in den Mörser, das brauche ich eh nicht. Kann ja hier rein damit. Anstellen. So, okay. Also die Steinchen habe ich eh dabei. Das habe ich dabei. Pelze muss ich noch rausnehmen, würde ich sagen. Falsch. Da sind wir richtig. So, gut. Jetzt haben wir den Zauber und alle 6 herstellen. Weil mehr kann ich nicht herstellen, weil ich habe ja nur 10 von den Metallen in der Tasche. So, das ziehe ich mir auf die Leiste. Hier machen wir mal kurz das auf. Fleisch schmeiße ich hier rein, Beeren schmeiße ich hier rein. Das stelle ich alles her und das stelle ich alles her. Dann kann das ja locker losgehen. So viel Fell brauche ich definitiv nicht dabei haben. Das Gammelfleisch auch nicht. Noch wüsste ich auch nicht, dass ich das reparieren. Auf jeden Fall können wir auch unsere Wasserflaschen dann nochmal auffüllen. So, jetzt würde ich sagen, ich nehme mal das Schwert in die Hand. Jetzt marschieren wir endlich los. So, einmal wollten wir zum Wasser. Weil da unten an der Kante hatten wir ja. Ich dachte schon, er läuft schon wieder irgendwie nervös, aber tut er gar nicht. So, gehen wir hier eine Runde runter. Falls was um die Ecke kommt, habe ich schon mal gleich ein Schwert in der Hand. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Weil hier weiß man nie, was um die Ecke kommt. Und hier unten in Richtung Wasser ist ja auch meistens immer ein bisschen was los. Da vorne sehe ich auch schon ein Schweinchen.
Hier sehe ich ein Schaf. Hier rennt aber auch teilweise anderes Gedöns rum. Da sehe ich einen Baum. Oh, da hinten sehe ich ganze Horden irgendwo vorwegrennen. Ja, mal gucken. Ich mache jetzt mal die mutige Variante und renne mal in die Richtung. Das ist nicht immer das Geschickteste, aber so ist es halt. Ich muss jetzt eh rum. Also der Eber da, der tut eigentlich normalerweise nichts. Oh, okay, da sehe ich schon was Grünes runtergepoltert kommen. Das heißt, irgendwo wird dieses Skelett auch in der Nähe sein, schätze ich. So, dann werde ich mal ganz fatz auf die Armbrust hier. Wechseln. Und da die passenden. Okay, das ist schon mal gut. Das ist das gute Metall drin, was wir brauchen. Das ist sehr löblich. Da hinten läuft auch eine Miezekatze rum. Da ist auf jeden Fall Metall, was wir mitnehmen wollen. Das ist das nur ein Eber. Da hinten ist das Skelett. Okay. So, das Skelett haben wir schon mal schön aus dem Leben gehustet. Der stinkert hier nicht mehr doof rum. Was hat er dabei? Eine seltene Lederkleidung. Okay. Und ein Knochen. Auch was Feines. So, auf jeden Fall haben wir den jetzt schon mal weg, weil das Einzige, was wir jetzt hier noch Sorgen machen könnte, dann kriegen wir auf jeden Fall schon mal Knochen wieder ran. Ist die eine Katze, die wir noch hatten, aber die schaffen wir uns dann auch mal als erstes vom Hals. So. Ah, da hinten sehe ich schon Sachen rumballern. Na, kleines Wölfchen. Ich habe mich gerade noch erwischt, bevor du auf mich zugerannt kamst. Wow, okay, da kam der Wolf aus der Deckung gehuscht. Ich glaube, Katze und Wolf sind. Ja, haben sie das weggepatcht? Das ist ja ärgerlich. Ich habe das hervorragend mitnehmen können, den Kram. Auch hier werde ich mal versuchen. Sieht auch nicht wirklich gesund mehr aus, das Tier. Hier kriege ich Fell raus mit meinem. Mit der Sichel. Das ist gut. Fell ist immer schön. Nehmen wir mit. Ja, da muss ich nächstes Mal aber echt aufpassen, was ich damit mache. Also mit dem so, kriege ich hiermit jetzt das Metall? Oder kriege ich mit der Spitzhacke mehr Metall? Spitzhacke, gut. Los geht's. Ich werde sogar Steine zur Not wegschmeißen. Ich werde auch mal gucken, ob hier um die Ecke noch was ist. Das hier dürfte eigentlich dann der Weg sein, der mich dann hier wieder nach oben Richtung Stadt führt. Ne? Du hast ein Dorf betreten. Ja. Hier dürfte eigentlich nichts Gewagtes sein, sozusagen. Außer dass hier noch Metall ist. Das ist auch okay. Wir können auch mal die Schräge hochgehen dann. Das ist auch gut, dass hier zwischendurch Eisen bei ist. Okay, hier kommen wir so nicht hoch. Das ist zu steil. Gut, das zu wissen. Hier ist ein Schäfchen. Wie gesagt, der Eber, das macht nichts. Schweinchen da. Seht ihr, ist auch nur Level 8. Also, was ein bisschen nervig sein könnte, ist hier unser kleiner Goblin-Freund hier. Deswegen kriegt er auch mal gleich komplett dann auf die Mütze. Hat auch nichts dabei. So, wird auch mal zerlegt. Du hast ein Dorf betreten. Kann man hier noch irgendwie rum? Gibt es hier noch irgendwas, wo man hochgehen können sollte? Das ist auf jeden Fall noch Metall. In dem Weg rein, da wo es zum Wasserfall ging, da gibt es auf jeden Fall auch Metall. Ja, hier sind mehr hauptsächlich Kupfer leider nur. Ich könnte natürlich auch gut mal ein bisschen anderes Zeug gebrauchen.
Ah, hier an der Kante kann ich noch laufen. Das ist doch cool. Okay. Ich würde sagen, da sind die Kollisionen irgendwie noch nicht so richtig. Das war mir eine Schräge, über die ich gelaufen bin. Ich mache jetzt hier im hinteren Bereich die Sachen erstmal weg und dann gehen wir wieder zurück. Weil ich natürlich. Lass mich raten, hier komme ich dann gleich irgendwann nicht mehr hoch, weil zu steil ist wahrscheinlich. Ja. Okay, kein Ding. Wir gucken mal weiter. Weil das in dem Gang rein, da kann ich für noch ein zweites Mal hinlaufen. Das ist ja sehr dicht bei sozusagen. Das finde ich das Problem. Wir gucken hier nochmal rum. Ja, jetzt sieht das aus, als wenn wir jetzt hier nur noch Steilküste vor uns hätten. Ich probiere es mal aus, ob man da vorne hochlaufen kann, aber ich glaube da nicht so wirklich dran, wenn ich ehrlich bin. Das wird mich wahrscheinlich. Irgendwas hau ich jetzt hier. Das waren irgendwelche kleinen komischen Wesen, die mich hier angegriffen haben. Ich wollte nicht sagen Wasserratten, aber viel mehr war das nicht, so wie es aussieht. Wäre natürlich auch vielleicht sinnvoller, das Schwert denn dafür in die Hand zu nehmen, falls mir solche nochmal begegnen sollten. Ich habe es zugestehen, ich habe mich hier mit Unterwasser noch gar nicht so beschäftigt. Auf jeden Fall scheint es hier Unterwasserwesen zu geben. Das ist ja schon mal, ne? Ist ja schon mal was. Es greift mich hier momentan auch nichts an. Ja, man guckt halt relativ schnell unter Wasser. So, ja, aber wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge. Wir werden noch mal gucken, was wir so noch hier mitnehmen können auf dem Rückweg. Und dann bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über einen Share dementsprechend freuen. Und natürlich auch über ein Abo. Dann sage ich vielen, vielen Dank an die Leute, die mich immer schon fleißig unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal.